So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft Classic. Ja, wir sind momentan noch unterwegs. Hier muss man ein bisschen aufpassen, die guten Damen können relativ geil kicken. Hier ist Vorsicht geboten. So, I oder sie habe ich, die kicken kann. Ich stehe nach hinten mit dem Rücken, dann passt es soweit. Müssen wir mal gucken, ich würde gerne viel auslassen hier, was am Trash noch dasteht momentan. Sollte eigentlich passen. Was zu machen. Der Magier kann es ohne Probleme wegbomben. So. Momentan hat Sunshine leider ein kleines bisschen größere Probleme auch. Mit einer 2200er Latenz zu spielen ist tatsächlich nicht ohne. Bin vor dem Tank. Rein hier bitte. So, wir nehmen uns einmal Madame vor. Wichtig ist, dass ich nicht nach draußen fliegen soll. Die Akku bräuchte ich auch dauerhaft. Die Drachen können nichts. Nur diese Damen hier können tatsächlich einen durch den Gaumen werfen. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht durch diese Löcher runterfällt. Weil man unten sonst den Boss pullt. Und das wäre tatsächlich nicht sehr, sehr gut. Das wäre so ziemlich, glaube ich, der Tod. Weil die da unten machen tatsächlich sehr, sehr viel Damage. So, das heißt, die immer schön hier hinten ins Eck reinpullen. Akku. Drache? Ja, da war's. Der Kick. Schön ins Eck reingeflogen, nichts passiert. Sehr schön. So holt man dann auch hier den ganzen Raum. So, hin. Ach, guck mal hier. Oh, ist das nicht das mit dem coolen... Nee, schade. Es gibt so ein geiles Schwert, das sieht so ähnlich aus. Das hat ein mega geiles Design. Mach mal den einen Drachen noch weg. So, jetzt können wir hier eigentlich schon vorbeilaufen. Können nach unten und fertig. OM. Ja, das sehe ich. Und wir sind hier eigentlich prinzipiell schon durch. Und können nach unten, können den Boss machen, können dann in den Vorführraum gehen und fertig. Also Scholomanche ist tatsächlich eine sehr große Instanz. Das Hauptproblem ist tatsächlich allerdings, was ich, wie ich finde, ist tatsächlich die ganze Trash... Sache. Also es ist massenweise Trash hier unten. Mal ein bisschen was halte ich aus und ich habe notfalls noch einen Heiltrank. Halt 300, ja. Schaden hält sich tatsächlich auch in Grenzen. Also wenn ein einzelner Mob kommt, sollte heilen tatsächlich kein großes Thema sein. 418 hauen tatsächlich ordentlich, richtig ordentlich rein, aber mit Stun noch ein bisschen gearbeitet. Es fehlt tatsächlich aber irgendwie massenweise Damage. Also wenn wir unseren Magier euch nicht dabei hätten, dann wäre es schwierig. Okay, Drachen können wir noch mitmachen. So, erstmal ihn hier. Drachen brauchen wir auch für eine Quest. Nur weil du es bist. Dann machen wir halt oben noch den Raum leer. Ist nicht das große Thema. Man darf halt nur tatsächlich nicht runtergekickt werden. Das ist eigentlich die einzige Schwierigkeit an dem Raum. Sonst ist es easy going. So soll es sein. 8 reichen mir. Okay. Ah, guck mal hier. Nächster Geißelstein. Also das mit den Geißelsteinen lohnt sich. Cage bitte und ihn hier. Schildschlag, Akku Reset. Yes, läuft. So, Rache, damit soll ich die Akku haben. Nochmal und nochmal auch. Nein! Spot, Akku Reset. Okay, das hat gereicht, glaube ich. Nee, hat nicht gereicht. Ich heb's mir mal kurz auf. Er ist momentan noch gestunt. So, jetzt habe ich es wieder. Durch den Kick, also bei jedem Kick macht er einen Aggro-Reset. Das war gerade extrem scheiße getimed, meine Rache. Allerdings der Mage zieht auch Aggro ohne Ende. Ah, und ich bin gestunt.
Beim Stun bückt es da logischerweise auch aus. So, ja. Das können wir uns gleich mal angucken, wenn wir hier sind. So, einmal, zweimal, dreimal. So, na! Alter. Also gegen die Magier halte ich nicht die Aggro. Trefferschance ist 30 Sekunden lang. Schattenschaden und verringert die Stärke für die Dauer der Krankheit. 50 zweihändiger ist zweihändig. Einhändig wäre geil gewesen. Tatsächlich hätte ich auch behalten. Ich bin momentan noch auf der Suche nach Einhandwaffen. Zwei Stück nach Möglichkeit, die relativ gut sind. Zweihändig nützt mir allerdings nichts. Da ist meine epische Waffe, die ich habe aus MC, tatsächlich viel, viel besser. So, dann machen wir mal noch ein paar Drachen. Hier ein Loch? Ah, nee, wir können eigentlich hier reinpullen, tatsächlich auch. So, es wird Mana geschlürft, glaube ich. Nicht mal. So, sehr schön. Wenn ich jetzt irgendwo hinfliegen sollte, fliege ich zumindest richtig. Bingo. So, jetzt kann hier mit Weihe gearbeitet werden, wie sie möchten. Na, guck mal, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. So, wie viele fehlen hier noch? Müssen wir alle machen? Wahrscheinlich. Den hier noch. So, ihn tanke ich mir auch mal an. Okay, wie viele noch? Einer? Oder doch noch mehr? Wenn es noch zwei sind, dann können wir jetzt gleich alle mitmachen, ganz ehrlich. Drei. Ah, okay. Wie stehe ich? Richtung Ecke auf jeden Fall. Dann stehe ich richtig. So, einmal, zweimal. Bisschen Demoralisierungsruf. Ich halte damit zwar nicht wirklich die Akku gegen die, allerdings verringert es auch tatsächlich den Schaden, den dann der Magier einstecken sollte. Oder in dem Fall momentan Zahnschein. Wow, der war knapp. Bingo. So, jetzt haben wir alle und damit hoffentlich auch die Quest fertig. Danke, no problem. So, Vorsicht, hier steht noch die Gruppe. So, wir müssen jetzt die noch wegmachen. Adept, Adept, Totenbeschwörer. In your first. So, jetzt wird erstmal getrunken. Ich trinke auch mal einen Schluck. Ah, ja. Oh, ich muss sagen, übrigens, die ersten Livestreams, MC und Onyxia waren jetzt draußen. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. 30 Leute durchschnittlich. Schon cool, muss ich sagen. Also, vielen herzlichen Dank für die Zuschauer. War auch sehr unterhaltsam, glaube ich. Zumindest der MC-Run Oni geht halt tatsächlich nur 20 Minuten ungefähr, nicht mal. Es sind vier Trash-Mobs und Onyxia. Und Onyxia liegt tatsächlich auch relativ zügig. Da ist es halt relativ schnell vorbei. Ich wollte zwar im Anschluss noch eine Instanz machen, allerdings habe ich momentan noch ein bisschen was mit dem Gildenchef hier ab und zu ein bisschen was zu klären, weil eine zweite Raid-Gruppe aufgemacht werden soll, in der ich dann auch endlich tanken darf und kann. Und deswegen gibt es ab und zu immer noch ein bisschen was zu bequatschen und ich habe tatsächlich halt nur nachts auch Zeit dafür, weil ich sonst arbeiten bin, Kind, allen drum und dran. Meine Zeit reicht hin und vorne eigentlich nicht. Ich bin sowieso froh, dass ich ein bisschen zum Zocken komme. Wer ist nicht drin? So, jetzt kommen wir hier dementsprechend einmal durch die Mitte. Dann können wir die ganzen Reste nämlich stehen lassen. So, da geblieben. Komm mal her. Kommen Sie mal her, junge Dame. So, bitte nicht. Ja, genau deswegen. Sunshine. Ja, super. Ja. Herausforderungsruf. Schildball. Einmal. Das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. So, nächster, nächster, nächster. Hab ich immer noch nicht. Jetzt hab ich ihn. Hab ich. Etwas weniger stürmisch, bitte. Was heißt hier raus? Ja, wie denn? Ich bin genetzt. So, ihn hier.
Boah, nicht schlecht die Leistung von der Heilerin, muss ich sagen. Holla, die Waldfee. Aus der Wolke. Vorsichtiger. Was schreibe ich denn hier zusammen? Vorsichtiger wäre auch geil. Mal ein Smiley noch dazu. Ich meine es ja gar nicht so böse. Solange wir überleben und ich dauerhaft viben, alles ist ja alles okay. Aber prinzipiell etwas vorsichtiger wäre tatsächlich auch toll gewesen. Weil man muss nicht, also wir haben jetzt beide Gruppen gemacht von beiden Seiten, plus die Patz, die in dem Raum rumrennen. Das ist schon, sollte man nicht machen. Grund sieht man, liegt am Boden. Übrigens, momentan, ich bin froh, dass ich die Schrift da unten noch lesen kann, gerade was ich überhaupt zusammentippe. Ich habe heute, das Problem ist, ich arbeite für eine Rechtsanwaltskanzlei und wir haben momentan ein riesengroßes Verfahren, wo ich die Post abholen darf. Ich habe heute eine Stunde lang Rückscheine ausgefüllt bei der Post und Einschreiben ausgefüllt. Eine Stunde lang Unterschrift. Mein Name ist nicht, ist jetzt nicht der kürzeste tatsächlich. Und deswegen, meine Augen triefen wie sonst was. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich überhaupt aufnehme. So schlimm ist es. So, die da hinten können wir stehen lassen. Die können wir jetzt dann mitmachen. So, dann erstmal alles hochracken nach Möglichkeit. Ich weiß nicht, passiert, was man, wenn man den alten Schatz anfasst, was dann passiert. Ich weiß auch nicht, ob man die dann mitmachen muss. Ich weiß auch nicht, ob Gegner kommen. Ich glaube allerdings nicht. Das Gitter geht auf jeden Fall nur hoch. Das haben wir in der ersten Folge gesehen, wenn man hinten diese Fackel betätigt bei dem Raum, der hier hinten unten drunter liegt. Ach, guck mal, hier kann ja was looten. Na toll, ein Pilz. Der Wahnsinn. So, das sollte reichen. Hoffe ich doch. Meiner. Mit dem einen dürfen sie spielen, sonst erstmal den wegmachen. Natürlich. Na, selbstverständlich nimmt den keiner weg. Nimm doch erst den weg. Wenn ich sehe, dass einer den Heiler haut, als Damage-Schneller renne ich doch dahin. So, ihn. Ihn. Das Problem tatsächlich, was man als Tank hat, also die ideale Anzahl an Gegnern, die ich noch halten kann, sind 3. Alles, was über 3 Gegner ist, ist tatsächlich schwierig zu halten. 3 gehen ohne Probleme, die kann ich alle an mir binden. Sodass auch tatsächlich die ganze Zeit keiner entkommt. Alles andere wird allerdings... Ach, die Ach, wer hat die Kiste gelootet? Aber nicht nett. Das ist aber nicht nett. So, die blöde Kiste hat jemand. Ich hoffe, wir machen erst aber den unteren Boss. Nicht, dass die Bombe hier gezündet wird. Ah, die Bombe ist gezündet worden. Okay. Hat sie erledigt. So, jetzt würde hier gleich... Der komplette Raum wird sich gleich verwandeln. Macht das tatsächlich eigentlich lieber, wenn ich irgendwo draußen stehe. Auch mit dem Mage sollte das ohne Probleme machbar sein. Ja, komm, ich zieh mal den ganzen Rest hier. Mana hat er noch. Bingo. Okay. Dann haben wir als nächstes die beiden Bosse. Geht das? Ich weiß nicht, ob Sunshine unbedingt Mana braucht. Wahrscheinlich schon. Als Paladin ohne Mana. Wobei, ja. Ja. Wäre sicherlich von Vorteil. So. Und man merkt echt, Paladin ist jetzt nicht die Mega-Schadensklasse. Das liegt allerdings am Paladin selbst tatsächlich. Da wäre jetzt Krieger wäre vom Schaden ja um einiges besser, aber der Magier reißt hier raus. Und zwar mit Abstand. Gegen den ist auch die Aqua halten extrem schwierig. Gut, hat auch Stab der Dominanz hin auf den Rücken geschnallt und ich glaube komplett MC-Equipment. Oh, Stärke, Ausdauer. Nee, meine Verteidigung. Das Problem ist, ich habe das komplette Solo-Set vom Paladin momentan an. Und das Set ist tatsächlich sehr, sehr nice, muss man sagen. Ah komm, das geht noch. Er macht nicht so viel Damage. Vor allem kann ich dann vielleicht mal die Akku halten. Ja, wobei nicht, wenn ich alles verfehle. Mittlerweile, ich bin auch bei einer Trefferchance von 3% ja angelangt. Achso, was ich übrigens noch sagen muss. Oh, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe die Schultern tatsächlich aus dem UBRS. Das ist leider auch nicht auf einer Aufnahme drauf. War ein Megakampf, die zu kriegen. 3 Leute haben drum gewürfelt. Ich habe sie gekriegt, war als Tank unterwegs und habe die Schultern bekommen.
War gildeninternes das Ganze. Sauer waren sie nicht, aber amüsiert waren sie auch nicht drüber. Ich habe extra vorher nochmal gefragt gehabt, ob ich drum würfeln darf. Und ja, ich habe gefragt, habe gewürfelt und habe gewonnen und habe die Schultern bekommen. Verbessert Trefferchance um 2%. Das ist best in Slot mehr oder weniger für einen Damage-Dealer. Da ich im MC-Red als Damage-Dealer unterwegs bin, habe ich mir logischerweise auch Damage-Dealer-Equipment mittlerweile zusammengekauft. Das heißt, die Schultern helfen mir aber auch. 3% Trefferchance ist schon mal nicht so schlecht auf jeden Fall. So, die hier, die hier, die hier. So, wo ist denn mein Mage? Der tankt, glaube ich, gerade Mana, oder? Ja. Easy. Er hat aber Mana voll. Dann müsste das eigentlich gehen. Na, komm. Aufstehen. So, dann kann ich nämlich das hier machen. Kann ums Eck gehen. Dann pullen wir auch nicht die ganze Gruppe. Man kann den Rest übrigens vom Raum stehen lassen. Habe ich gelernt. Das funktioniert. Das ist leider alles in der einen Schulaufnahme, die ich nicht, die es mir zerschossen hat. Also da ist kein Ton bei der Aufnahme dabei. Bitte fragt nicht, wieso. Mir hat es irgendwie, einen Stecker neben mir vom Mikro gezogen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Es war einfach scheiße. Und da habe ich auch mein ganzes Equipment her. Also ich habe hier das komplette Stulpen des Totenbeschwörers an. Das komplette Paladin-Set habe ich an. Kommt die? Hat ja jetzt ewig gedauert. So, ich kann mal ganz kurz durchgehen. Also der Helm nach wie vor. Die Schultern sind neu. Dann hier Totenbeschwörer, Verteidigung. Das hier ist, die Stulpen sind neu. Die Hose ist neu. Totenbeschwörer, die Schuhe sind neu vom Totenbeschwörer. Das ist alles das alte Zeug. Ich zeige gleich mal, ich komme auf Verteidigungswerte von 390 oder sowas mittlerweile. Also wirklich sehr, 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 sehr geil eigentlich. Ah, hier wurde einer verbannt. Ah, mein Spott hält noch. Alter, der haut aber auch Dinger raus. Holla, die Waldfee. So, Verteidigungswertung, ganz wichtig. Kann ich mal kurz zeigen? Bin ich mittlerweile bei 310 als Mensch sowieso. Plus 83, das heißt 393 habe ich momentan Verteidigungswertung. Das ist sehr, sehr gut, muss man sagen. Also zumindest für blaues Equipment ist es das Beste, was ich erreichen kann. Jetzt kommt nur noch geschmolzener Kern, dass ich ein bisschen mehr kriegen würde. Soweit ist eigentlich alles voll. Dann können wir doch eigentlich losgehen. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich verliere hier extrem schnell die Akku bei dem Kollegen. Weil er auch einen Akku-Reset drin hat. Beziehungsweise ich werde irgendwann zum Eis. Ja, damals schon. Ich werde irgendwann zum Eisblock nämlich gemacht und dann war es das mit meiner Akku. So, okay, wurde. Oh, ich wurde nicht gesandt. Sehr schön. So, ich würde gerne noch ein Schild. Schildschlag draufhauen. Ja. Kann die Spell werden. Sehr schön. Oh, die Gruppe ist super, die wir hier haben, auf jeden Fall. Auch wenn sie einem nicht wirklich Zeit lassen, Akku aufzubauen. Aber ich krieg's noch halbwegs gehalten. Auch sonst kann man sich hier echt nicht beschweren. 4. Ja, wir sind eigentlich ganz hinten im Ecker. So weiter weg kann ich nicht. Er macht ab und zu mal ein 4. Dann wird die Gruppe teilweise mal mitgeaddet, wenn es ganz, ganz doof läuft. Anlegen erhöht den Blockwert eures Schildes um 24. Cool. Das Magisters, okay. Schild würde ich das 39. Es hat aber 8 Ausdauer. Eigentlich ist es geil. Ich würde das Schild mal Bedarf würfeln. Das braucht ja sonst eh keiner. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist. Das müsste ich mir erstmal ausrechnen. Ob das Schild jetzt besser ist als meines, was ich habe. Erhöht den Blockwert eures Schilds um 24 anlegen. Das ist halt, ich habe insgesamt einen Blockwert von, eigentlich habe ich einen viel höheren Blockwert damit. Das Ding ist eigentlich schon cool. Eigentlich müsste jetzt viel mehr Blockwert haben, oder? Blocken. 13,3. 13,7. Ausweichen. Nee, es ist tatsächlich der drakonische Deflektor mit den Verteidigungen ist besser. Die 10 Verteidigungen sind mehr wert als das Blocken. Schade. Aber nicht viel tatsächlich. Also das ist das zweitbeste Schild, glaube ich, was man kriegen kann im, im non-epischen Bereich. 13,3. So halt 13,7. Das ist echt nicht verkehrt. So, jetzt kommt hier der beschissenste Raum mit Abstand, weil hier muss der Magier jetzt allein alles machen. Gott sei Dank ist der Magier extremst stark. So, ich gehe hier schon mal vor.
sammeln mal. Und jetzt kann der Magier gleich bomben. Jetzt kann der Magier loslegen, wenn er möchte. So, einmal abhauen. Nach Möglichkeit sollte Sunshine da raus, weil die machen einen extrem fiesen Krankheitsschaden auch. Ja. Ihr müsst da raus. Das Problem ist, wenn die nämlich sterben, machen die einen extrem krassen Schaden. Also die hauen mich als... Die explodieren, richtig. Die hauen mich als Tank nämlich auch schon um. Aber ich glaube, Sunshine ist tatsächlich sogar das erste Mal in Scholo. Deswegen, Erklärung meiner Seite wäre, glaube ich, auch ganz okay gewesen. Ah, ich suche immer die Fehler bei mir. Oh, naja, gut. Ich bin Tank, ich bin für alles verantwortlich. Wenn es nicht läuft, bin normalerweise ich als Tank schuld. Oder der Heiler, das haben wir in der Sulfarak-Folge ja gemerkt. Boah, da bin ich immer noch sauer. Alter Schwede. Die kommt jetzt erst, also die ist noch nicht draußen, wenn ich die Folge aufnehme. Ich bin mal auf die Kommentare gespannt zu der Folge. Ich glaube, sie kriegt viele Dislikes, weil ich auch dann einfach irgendwann rausgegangen bin. Aber mal abwarten. Aber die Folge, ich glaube, ich habe ihn sogar auf die Ignore gepackt. Vor allem, man muss mal darauf achten in der Folge. Er geht tatsächlich hin. Ich habe mir die Folge mehrfach angeguckt. Er heilt mich unter anderem nicht. Er lässt mich tatsächlich sterben mit Mana. Es ist aber auch so, dass er tatsächlich extra Gegner gepullt hat, die man gar nicht hätte pullen müssen. Vor allem nicht als Heiler, die man gar nicht zu pullen hat. So, ein bisschen was an Damage fehlt noch. So, Bingo. Heiliger Zorn noch. Joa. So, jetzt haben wir die Gruppe noch und dann steht noch eine vor dem Boss und dann muss der Boss gemacht werden. Die soll dann der Mage wegklatschen. Das funktioniert normalerweise ganz gut. So. Ich gehe schon mal runter. Ich sammle die mal kurz ein. Hallo. Man komme to me. So, jetzt dann weg. Und der Magier macht normalerweise den Rest. Deswegen sollte man immer eine Bombklasse dabei haben. Ich glaube, wenn wir hier nur tatsächlich mit der Weihe arbeiten würden, hätten wir ein Riesenproblem. Es ist immer gut, in Scholo tatsächlich einen Mage dabei zu haben. Okay. Magier nimmt die Ads-Rest auf Boss. So, die kann man jetzt nämlich nicht mehr einzeln pullen, sondern die kommen in der Gruppe mit dem Boss. Die nimmt sich der Magier dann dementsprechend raus und ich schnapp mir den Boss hinten in der Ecke. Ist normalerweise die gängigste und beste Methode tatsächlich. Okay. Hey ho, let's go. So, jetzt rennen die weg. Werden dementsprechend vom Magier gemacht. Die explodieren auch hier irgendwo da vorne, wo es keinen interessiert. Und ich stehe hier hinten mit dem Boss und hau da fröhlich drauf rum. Gängigste Methode. Ich würde sagen, nach dem Boss machen wir auch nochmal einen kleinen Break. Das lohnt sich noch. Und sehen uns noch die anderen Räume an. Und dann sind wir mit Schule dann aber auch schon fast wieder durch. Es fehlen jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Räume mit bisschen Trash. Tatsächlich weniger als jetzt in dem Raum. Und das war's dann letztendlich. Dann kommt noch der Direktor. Übrigens momentan das Winter-Event noch nach wie vor. Das heißt, er droppt eine Zipfelmütze im Normalfall. Ich hoffe, ich krieg sie. Wäre cool. Bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall. So, man sieht es, also der Schaden ist echt. Ohne den Magier hätten wir sehr, sehr wenig Schaden. Ich habe, glaube Dings sogar an, Damage-Meter. Blutpanzer braucht man nicht. Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer, Intelligenz, Schwerrüstung. Bringt mir nichts. Den Gürtel des Totenbeschwörers in Platte hätte ich gerne tatsächlich noch, weil dann habe ich das Set wirklich komplett. Also mir fehlt noch der Gürtel momentan. Gürtel des Totenbeschwörers hätte ich tatsächlich gerne noch. Dann ist es vollständig.
So, hier ist es so, wir müssen pullen, ich glaube, wenn ich den auf Sicht pulle, müsste, glaube ich, am besten funktionieren, tatsächlich. Sonst kommt der, sonst kommen 4 Stück. Alle da? Ja. Pull mal auf Sicht. Das heißt, wenn er sich umdreht, müsste er normalerweise zu mir kommen. Jo. Ich glaube, dann kommen nämlich nur, ja, dann kommen nämlich nur 2. Wenn man mit einer Handfeuerwaffe da rein basht, kommen nämlich mehr. So, den einen machen wir hier, den anderen hier. So, ich ziehe jetzt dann gleich hoch, wenn die hier fertig sind. Den nächsten. Ja. So. Das müsste passen. Ja, und hier kann man jetzt dann den nächsten machen. Bisschen auseinanderziehen, dass man in der grünen Giftblöre nicht steht. Das war's jetzt endlich. Sunshine sollte da raus. Sunshine steht drin gerade. So, kann man den eigentlich, kann man die Cage, ah ja, untot. Untot in Cage, den hier first und hey ho, let's go. Der Doktor ist übrigens der, also hier neben, ich hab's ja gesagt, die Quest, die ich abgegeben habe. Wir machen den Doktor noch in die Folge rein. Nee, wir machen eine neue Folge. Wir sehen uns gleich wieder. Sonst passt's nicht. Sorry.